Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es einen XXL Food Haul. Ich bin auch wahnsinnig erschöpft. Ich glaube, ich mache erstmal meinen Schal ab. Ich war beim Aldi und dann auch kurz beim Edeka und habe echt einen Großeinkauf gemacht. Also, yep, hier sind diverse Sachen dabei. Ich quatsche nicht lange rum, ich fange einfach an. Und zwar starte ich mit den gefrorenen Sachen. Ich hoffe, dass ich sie alle so gut wie möglich in einer Tüte habe, weil ich die dann kurz mal eben wegfriere und dann geht es hier weiter. Also, gefrorene Sachen. Habe ich beim Edeka gekauft. Von Tulip. Zweimal diese Fleischklößchen. Die sind echt lecker und ganz cool. Ist auch eine ganz gute Menge. Für einen großen Topf Suppe ist so eine Packung bei mir immer ganz, ganz praktisch. Die gab es. Soll nämlich jetzt die Tage irgendwann eine Gemüsesuppe geben. Also Gemüsesuppe mit Fleischbällchen und Nudeln. dann gab es einmal Backofenkroketten und einmal von McCain die Chef Fries. Tatsächlich habe ich die genommen, weil die Packung einigermaßen klein war. Und ich habe noch so viele andere gefrorene Sachen. Ich weiß nicht genau, ob das alles in meinen Froster passt. Ja, das ist die Begründung dafür. Sonst hätte ich gerne die größere, günstige Packung genommen, aber ist jetzt nicht so dramatisch. Das gehört da nicht rein. Genau, wir haben einmal vom Aldi hier so Salami-Baguettes mitgenommen. Da sind 4 Stück drin. Die sind, glaube ich, relativ günstig da. Dann einmal Rahmspinat, aber in so kleinen Portionchen. Das finde ich sehr viel besser als diesen Klotz. Der Klotz schmeckt allerdings nach wie vor immer noch am besten. Hähnchen-Mini-Schnitzel haben wir einmal mitgenommen. Dann. Eine Pizza und ich kann euch immer nur eine Empfehlung aussprechen. Die Pizza ist so geil. Das ist so eine Holzofenpizza von Mama Mancini. Und Hähnchenbrust und Paprika und so ein bisschen Grünkram ist da drauf und es ist so lecker. Ich liebe diese Pizza einfach. Und die gibt es halt, glaube ich, nur beim Aldi. Dann haben wir zweimal Hühnerfrikassee mitgenommen. Wir sind übrigens Mausi und ich, weil Mausi war nämlich mit einkaufen. Zweimal Hühnerfrikassee. Die Verpackung ist anders als sonst und eigentlich liebt der Mann nur die vom Aldi. Ich hoffe mal, dass der Inhalt der gleiche geblieben ist. Ich habe übrigens wahnsinnig doll Sodbrennen und muss aufstoßen und es ist die absolute Qual. Also falls ich manchmal so ein bisschen schmerzhaft gucke, das ist der Grund dafür. Oder komisch mich verhalte. Hähnchengärtnerin, das ist diese Packung. Ich liebe das von Lindmanns. Es ist einfach so, 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 so lecker. Das mit dem Blumenkohl hier, das ist crazy. Gegarte Hähnchenbruststücke mit Blumenkohlröschen, grünen Bohnen und Sahne verfeinert. Also auch 2 Pakete. Und dann haben wir noch Eiskonfekt, so eine 4er-Packung mitgenommen. Denn das ist auch immer wieder geil. Und ich hoffe, dass wir damit alle gefrorenen Sachen jetzt auf einmal hatten, sodass ich sie mal kurz einfriere und dann gleich wieder für euch da bin. So, da bin ich wieder. Ich habe auch kurz mein Sodbrennmittel genommen und was getrunken, sodass ich hoffe, dass das jetzt ein bisschen besser geht mit mir. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, mit was ich jetzt weitermachen soll. Ich mache einfach erstmal alles, was hier um mich rumliegt und dann gehen wir in die Tüten, weil hier liegt auch echt viel rum. Wir starten einfach mal mit Kartoffeln. Ich habe einfach einen Sack Kartoffeln mitgenommen. Der kommt aber, glaube ich, in die Ecke. Ich versuche das hier alles schon so ein bisschen zu packen. Dann habe ich beim Edeka zweimal diesen Kinder-Adventskalender mitgenommen. Die möchte ich beide verschenken. Da werde ich nicht genauer darauf eingehen. Und was ich beim Aldi noch mitgenommen habe, ist, habe ich gar nicht geguckt, ehrlich gesagt, wie viel das gekostet hat, muss ich nochmal. So ein Kalender, so ein Tischkalender, Worte der Gelassenheit. Den möchte ich auch sehr gerne verschenken. So, dann gab es beim Aldi, war reduziert auf irgendwas, ich weiß aber nicht auf was, so eine riesige Buddel, 1,8 Liter von Vernell, Morgenfrische, nee, frischer Morgen. Und ich brauchte sowieso Weichspüler und ich wollte tatsächlich auch diesen kaufen, von daher war das sehr praktisch, dass der dann auch im Angebot war. Dann habe ich einmal Paniermehl mitgenommen beim Aldi, weil mein Paniermehl jetzt bald alle ist und ich in meinem Leben die Phase habe, ich habe zu viel und weiß nicht, wie ich es verstauen soll oder es ist alle.
Diese Phase dazwischen, die ich jetzt habe, die ist ganz selten. Und wir wollen es nicht darum ankommen lassen. So, dann habe ich so eine Rindfleischdose mitgenommen. Sehr unspektakulär. Schmeckt an sich auch sehr fürchterlich, finde ich. Aber man braucht diese Dose für mein Lieblingsessen, einfach weil das zum Geschmack gehört. Und yep. Deswegen habe ich die mitgenommen. Dann habe ich eine Tüte Äpfel mitgenommen. Das sind Welland-Äpfel. Die machen mal dahin. Dann eine Packung Bio-Eier. Ich wollte eigentlich zwei mitnehmen, aber wir haben auch in der anderen Packung noch ein paar und so viel Platz habe ich nicht, um noch mehr Packungen unterzubringen. Und ich stelle die halt immer gerne schon gleich in den Kühlschrank. Hier haben wir ganz viele Dosen. Ich weiß, da fehlen noch welche, aber wir fangen erstmal an. Also, Tomaten ganz und geschält. Nummer 2. Nummer 3. Und ich glaube, wir haben irgendwo noch eine vierte Dose. Ich weiß jetzt aber gerade nicht, wo. Genau, ich habe 4 Dosen mitgenommen, weil ich gerne Tomatensuppe machen möchte in der kommenden Woche. Und ja, deswegen ist das gut, wenn ich das da habe. Dann habe ich 2-mal Erbsen und Möhren mitgenommen. Einfach, um das da zu haben. Das ist auch ein größerer Einkauf jetzt geworden, weil ich nicht so viel einkaufen möchte in nächster Zeit, höchstens wenn man mal so einen Teil braucht oder so. Ich möchte gut vorbereitet sein auf alle möglichen Essenssituationen, die auf einen zukommen können. Deswegen, ja. Dann habe ich Brechtbohnen. Das sind 2 Dosen. Ich meine aber, ich habe insgesamt sogar vielleicht 3 mitgenommen. Müssen wir mal gucken, wo auch da die letzte Dose ist. Und dann würde ich sagen, wir starten mal mit dieser Tüte, die hier links von mir steht. Und ich hole einfach die Teile so raus, wie sie kommen. Einmal Erdnüsse. Gesalzen und geröstet und alles. Stelle ich mal auch hier hin. Dann habe ich einmal Mayo mitgenommen, weil Wale. Dann kommt hier diverser Süßkram. Also ich habe relativ viel Süßkram und so Chips und auch ganz viele Puddinge und so dabei. Einfach weil es alles alle war. Flachpudding, einmal Happies habe ich mitgenommen. Und dann auch diese Lachgummi-Softies, die liebe ich, die finde ich sehr geil. Dann von Haribo Tutti Frutti, finde ich auch gut. Ach, ich muss so aufstoßen, weil das ist, ich ekel mich von mir selber. Das ist nicht geil. Husten habe ich auch, Schnupfen habe ich auch. Corona habe ich nicht. Würz-Cashews, geröstet und zwar ohne Fett und Öl, das ist die rote Packung. Da gibt es auch die lila, aber die rote schmeckt besser. Beim Aldi übrigens. Dann habe ich, das habe ich glaube 2-mal diese Knusperkracher mitgenommen. Das ist wie Knickknacks, nur in günstiger. Das ist eine Packung 66 Cent. Einmal Amicelli, wobei, die, glaube ich, zum Adventskalender kommen. Für jemanden. Deswegen packe ich die schon mal beiseite. Dann gibt es den Joghurt mit der Ecke wieder. Diesen mit den Knusperperlen. Davon habe ich 1, 2, 3 mitgenommen. Und einmal diesen Joghurt mit der Ecke mit diesen kleinen, wie heißt das denn? Waffelwürfeln. Der ist für mich. Die anderen sind für die restliche Gang. Achso. Hier ist mein Kühlschrank kaufen. Hier kommen jetzt noch 2 Teile, glaube ich, und ich glaube, dann kommen nur noch Puddinge. Diese Beefies, diese 5er-Packung, Saletti, habe ich auch irgendwo noch eine Packung. Für den Mann, für die Arbeit. Dann Hähnchenfleischwurst, esse ich in letzter Zeit auch relativ häufig. Das ist für mich. Und dann geht's los. Mon Dessert, Doppelnut, einmal. Ein zweites Mal. Und noch ein drittes Mal. Der Mann mag es sehr gerne. Ich mag das auch, aber jetzt nicht so gern. Dann einmal so ein Sahnepudding. Das ist dieser, der so zu ist. Also der komplett sahnig ist. In Vanille. Und auch einen in Schoko. Und dann gibt es 1, 2, 3-mal Schoko und oben Sahne. Wir sind so ein bisschen back to basics. Dass man irgendwie in so einer, also Kindheit, also wir in unserer Kindheit gegessen haben. Diese ganz einfachen ollen Schoko- und Sahnepuddinge. Ja. Wer hier einen gesunden Einkauf erwartet, der ist übrigens hier fehl am Platz, denn
Es kommen, glaube ich, nur noch zwei gesunde Teile gefüllt oder drei und sonst nicht mehr wirklich. Wir haben in letzter Zeit aber auch echt viel, viel, viel Obst und Gemüse gekauft und auch über Togo Togo bezogen und deswegen haben wir da erstmal einen kleinen Overload. So, dann habe ich noch zweimal hier diesen günstigen Froop mit Erdbeere. Der ist auch für den Mann. Und zweimal Milchreis, einmal mit Zimt und einmal mit Schoko. Das ist auch diese günstige Version von Ursi. Und das ist vermutlich beides für mich. So, packe schon mal eben die Süßigkeiten wieder ein, damit die gleich ihren Weg kennen. Ich mache ja so, wie gesagt, Haufen, was in welche Ecke kommt. Kommen wir zur nächsten Tüte. Ich merke hier gerade, dass hier auch Sachen drin sind, die ich euch gar nicht so zeigen wollte. Wir haben auch Getränke gekauft. Wir haben insgesamt von diesem Apfelsaft, das ist so naturtrüber, haben wir, glaube ich, zwei Packungen gekauft. Wir haben dreimal große Flaschen O-Saft gekauft, Wasser, ein bisschen Mezzo. Dann haben wir Capri-Sonne, also diese günstige vom Aldi, so eine große Packung, in Orange gekauft und so andere Trinkpäckchen Orange. Milch haben wir gekauft. Und dann gab es von diesem Eistee, von diesem, mit diesen dickeren Verschlüssen, so ein amerikanischer, keine Ahnung. Auf jeden Fall gab es da auch so kleine Buddeln, haben wir auch gekauft. Und auch so einen kleinen Sechserträger Apfelsaft. Ich wollte euch die nicht vorenthalten, aber ich habe gedacht, das wäre vielleicht langweilig für euch, wenn ihr die Getränke alle seht. Naja, diese beiden Teile waren jetzt hier mit bei. Ich glaube, sonst kommt nichts mehr. Wir gucken mal. Ja, wir machen mit Süßkram weiter. Ich behalte die Tasche mal hier. Einmal Stapelchips haben wir mitgenommen. Haben wir auch schon ewig nicht mehr gegessen. Hier sind noch die anderen Salettis, die andere Packung. Dann habe ich eine Tüte ganz einfache Chips mitgenommen. Wir haben in letzter Zeit so viele extravagante Sachen probiert und außergewöhnlichen Kram gehabt und das hat uns alles nicht geschmeckt und deswegen habe ich jetzt die ganz klassischen Basic-Sachen mitgenommen. Die mögen wir wenigstens alle. Hier kommt eine Packung Mehl. Ich habe noch Mehl, aber es neigt sich dem Ende und ich möchte gern vorbereitet sein, wenn wir den Mistkeks backen. Einmal Schinkenbockwürstchen, hier so ein Glas. Ist auch für meine Tomatensuppe, kommt dann nämlich mit rein. Dann einmal Marabudain. Ich habe irgendwo noch eine Packung. Kommt auf jeden Fall auch in die Adventskalender-Ecke. Dann gab es eine Packung Spirelli-Nudeln. Ganz schlicht. Eine Packung Aufbackbrötchen. Die finde ich ganz cool vom Aldi. Das sind so rustikale Brötchen. Ich weiß nicht, ob ich die irgendwie zeigen kann. So sehen die aus. So viereckig und so ein bisschen rustikal. Finde ich echt lecker. Mal da hinten hin. Dann noch einmal Kaiserbrötchen zum Aufbacken. Das sind so eine, die so ein bisschen rund sind. Komm auch da hin. Ist nicht so geil, ey. Nicht so geil. Zucker, eine Packung. Gleiches Thema wie Mehl. Habe ich noch, aber nicht mehr viel. Achso. Hier ist die andere Packung Marabudain, die auch zur Adventskalender-Thematik kommt. Da habe ich so Stäbchen mitgenommen, Chocolate Sticks. So sehen die aus. Und diese Packung ist mit Orange, die ist für mich. Und dann gibt es noch zwei Packungen Latte Macchiato. Die sind für die Kinder. Kein Mensch weiß, warum die dieses mit Latte Macchiato geil finden, aber ja. Auf jeden Fall lieben sie das und deswegen gibt es das für sie. Meine kommt in den Kühlschrank, deswegen packe ich sie dahin. Ich liebe ja Schokolade aus dem Kühlschrank. Oder sagen wir mal so, ich akzeptiere fast nur Schokolade aus dem Kühlschrank. So, das ist besser formuliert. Ja, ich war mit dem Hunger einkaufen. Ich habe mir diese Waffelmischung gekauft, diese blaue, ich liebe die. Leute, guck mal, da sind einfach nur die Sorten dabei, die einfach nur geil sind. Ja, fördert auch Sodbrennen. Aber für den Moment, in dem man es isst, ist einem das ja egal, ne? So, hier kommt noch eine gesunde Sache. Diese Romana Salatherzen, die habe ich aber eigentlich für die Kaninchen mitgenommen. Weniger für uns. Ups. Dann kommt ein bisschen was Wurstiges.
einmal diesen Hinterkochschinken, wobei der hauptsächlich sein wird für Dings, fürs Rührei. Das finde ich nämlich auch sehr geil, das im Rührei ist statt so Bacon. Dann einmal ein Schwarzwälder Schinken, der ist für den Mann. Und für mich so eine kleine Packung Fleischwurst. Ja, ich kaufe fast nur Fleischwurst, aber ich habe das Gefühl, wenn ich keine Salami essen darf und keine Teewurst und kein Mett, was soll ich essen? Was? Es macht für mich alles keinen Sinn. Ja, deswegen ist das etwas eintönig. Ich werde mir auch demnächst definitiv Teewurst holen. Unabhängig davon, ob ich es darf oder nicht. Bei Mett, das mache ich nicht. Aber Teewurst, ich glaube, das muss ich einfach, weil ich so einen Bock drauf habe. Und so schlecht kann es nun mal auch nicht sein. Ich esse ja nicht, dass ich irgendwie irgendwo... Ihr wisst, was ich meine, oder? Naja, Magenbutter, hier ganz normale Rolle Butter, habe ich mitgenommen. Dann zwei Packungen Rinderhack. Einmal für Bolognese und einmal für Frikadellen. Habe ich schon 100 Jahre nicht mehr gemacht, glaube ich. Wird mal wieder Zeit. Dann werden meine Herrschaften gleich sehr begeistert sein, wenn ich das zeige. Ich habe Batterien gekauft. Und zwar zwei Packungen AA und zwei Packungen AAA. Ist auch sehr lange schon überfällig, dass wir neue Batterien brauchen. Oh, die Tüte ist leer. Yay. Oh, hier ist auch die andere Dose Tomate. Und dann haben wir nur noch einen letzten, eine letzte Tüte. Und dann haben wir es geschafft. Tatsächlich. Da ist auch gar nicht mehr so viel drin. Mausi hat Taschentücher für uns ausgesucht. Schaut mal bitte, wie sommerlich und cool die sind. Es ist zwar jetzt Winter und man könnte auch schon mal was Gedeckteres, oder wie sagt man, nehmen, aber ich finde, man kann sich auf den Sommer zurückzaubern. Und wir brauchten sowieso Taschentücher und die waren runtergesetzt und das Design ist cool. Also, ja. Wie viel mehr Gründe braucht ihr? Dann ist hier auch noch die Dose Bohnen, die ich vermisst hatte. Drei haben wir insgesamt. Ich persönlich liebe diese Bohnen aus der Dose. Ich liebe sie, ich kenne sie aus der Kindheit. Ich habe sie schon immer geliebt. Ich esse sie auch kalt aus der Dose. Ist für mich gar kein Problem. Ja. Deswegen mag ich sie immer auf Vorrat da haben. Dann habe ich zweimal fein gehackte Tomaten mitgenommen. Unter anderem für die Bolognese und auch einmal in Reserve. Kaufe ich ja auch, habt ihr schon oft gesehen, kaufe ich auch fast immer eigentlich. Auch zweimal passierte Tomaten. Davon auch eins für die Bolognese und eins auf Reserve. Ich habe hier auch noch irgendwo, ja, ein bisschen Tomate habe ich auch noch, aber naja, davon kann man auch nicht genug haben. Also ganz im Ernst. Dann habe ich mir wieder Durstlöscher mitgenommen, die waren, glaube ich, da auch im Angebot. Zweimal Zitrone, ist auch trinken, ich weiß, ist auch hier versehentlich reingeraten. Einmal Hähnchen in Filet, so eine Teile hier. Das werde ich umgestalten und sowas wie ein Gulasch draus machen. Und halt in etwas anders. Das war übrigens der Mann. Sie spielen ein Spiel. Reden wir nicht drüber. Hier ist noch eine Dose Erdnüsse. Ich habe mal mehrere davon. Und wir kommen zu den letzten beiden Teilen. Kochbeutelreis und Margarine. Tada! Wir haben es geschafft. Ich glaube, so lange ist das Video gar nicht geworden. Vielleicht, weil ich relativ schnell geredet habe. Vielleicht war es doch nicht so viel. Ich hatte das Gefühl, ich habe super viel eingekauft. Und ich habe auch super viel bezahlt. Oh, ich habe auch etwas vorenthalten. Fällt mir gerade auf. Ich habe noch einen Beutel. Der befindet sich nicht in diesem Raum. Schade. Da ist einmal Zigaretten. Sind einmal Zigaretten drin für den Mann. Da ist eine Hollandaise drin, einmal Croissants zum Aufbacken, eine Soßenpackung für Bratensauce, eine Soßenpackung für Rahmsauce. Ja. Wollte ich euch auch nicht vorenthalten, aber ist irgendwie nicht hier. Ist, glaube ich, nicht so schlimm. Ihr habt, glaube ich, genug gesehen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Jetzt wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.